Hey meine Rabauken, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Nach Minecraft Morph sind wir heute bei Minecraft Alphabet. Also das ist nicht der offizielle Name, mit dabei ist aus Molinski. Moinski! Wir beginnen mit Folge Nummer 1 und spielen heute Minecraft mit allen Mods, die mit A anfangen. Es sind insgesamt, ich glaube, 80 Stück, die wir hier zusammengetragen haben. In der zweiten Folge werden alle Mods mit B dazukommen. Also flankt auf jeden Fall den Like-Button, wenn ihr wollt, dass wir eine Serie machen. Da erwarte ich hier schon mindestens die 15.000 Leute. Ich habe ja die Mods alle per Hand. Handarbeit war das hier. Hand ausgelesen. So, wir beginnen. Elina, da ist ein Alligator. Den müssen wir eigentlich, warte mal, wir machen folgendes. Ja, kommen Sie mal mit, wir müssen ein bisschen Abstand zu dem nämlich halten. Der fällt uns nämlich anders weg. Die erste Mod sehen wir direkt links neben den Herzen. Die zeigt uns an, wie viel Herzen wir haben. Wir haben aber 20. auch eine Mod, die zeigt uns an, wie viele Rüstungspunkte wir haben. Das ist nämlich relativ wichtig, denn es gibt weitere OP-Rüstungen. Das heißt, man kann über die 10 Rüstungsbalken kommen und die Mod zeigt dir dann aber an, na, wie viel du halt drüber hast. Ne? Kennen wir aus Lucky Block, hatten wir das auch. Wir machen uns zuerst mal eine sehr starke Waffe. Dazu benötigen wir eine normale Werkbank, das kennen wir alles. 6 Millionen Download Celebration? Ach ja, Armor Plus gibt's auch. Okay, wir müssen ein volles Set Kohlerüstung hier bekommen, Elina. Das ist erstmal nicht so wichtig. Also, wir machen jetzt erstmal ein Holzschwert, ne? Kannst du machen. Mithilfe dieses Holzschwerts und 7 Stämmen. 8, verdammt, ich habe ihm erzählt, Elina, wir brauchen 8. Wir brauchen einmal ringsherum. Mithilfe dieses Holzschwerts und 8 Stämmen kann man die hier ringsherum machen und kriegt ein erweitertes Holzschwert. Und das ist ziemlich strong, denn wie ihr sehen könnt, hat das 24 Damage und ist ultra heftig. Könnte jetzt ihn ja komplett one weghitten. Und ich dich auch. Beruhig dich, Elina, bitte. Und mit Hilfe dieses Schwerts werden wir jetzt mal versuchen, den Alligator zu killen. Wenn der genug droppt, und das sollte er eigentlich, denn wir haben eine weitere Mod installiert, die sagt, dass jeder Mob droppt immer alles. Also komplett. Das heißt, man muss jetzt nicht lange farmen oder so, man kriegt immer alles. Wenn der genug droppt, können wir daraus nämlich eine Brustplatte machen. Der müsste eigentlich ja instant gefetzt. Okay, der hat alles gedroppt, was er hat. Wir haben einmal Krokodilei. Ja, perfekt. Und wir haben einmal Krokodil-Schuppe, aber da brauchen wir halt viel mehr für. Mit einem können wir jetzt die Rüstung natürlich noch nicht machen, alter Scheiße. Aber wir haben auch ein Krokodil-Ei. Aus diesem Ei können wir ein aufgeschlagenes Ei machen. Dieses aufgeschlagene Ei können wir in ein, das Bett nehmen wir mal mit, in einen Ofen reintun und dort ein Spiegelei draus machen. Und dann können wir uns daraus einen geilen Burger machen. Aber ich will auch was richtig Cooles machen, aber ich will es dir erst zeigen, wenn es fertig ist. Warte. Ja, okay. Also brauchst nicht warten. Man findet, es gibt auch, wir haben auch eine weitere Mod. Ich suche hier gerade einen Ofen, Leute. Das kann nicht sein, dass dieses Dorf ist ein Ofen hat. Es gibt eine weitere Mod, die hat den Loot verändert. Und zwar gibt es jetzt Loot in verschiedenen Seltenheiten. Das heißt, man kann beispielsweise geil. Eine Schildkröte. Wie sieht die denn aus? Man kann beispielsweise halt seltene Hüte finden, die dir passive Fähigkeiten geben. Das ist auch ein weiteres Krokodil wichtig. Krokodile dominieren hier komplett diese Welt, Elina. Merkst du das? Ja, aber warum? Oh, Alter, der hat mich in sein Maul, Elina. Hast du es überlebt? Ja, aber ich habe einen halben Herzer gekriegt. Ich sollte aber vielleicht mal ein Bread essen. Da liegt auch noch eine Schuppe. Hat der seinen Kollegen gefressen? Was ist das denn für einer? Oh, Alter. Der hat... Oh mein Gott, Elina, weißt du, was der gemacht hat? Ich weiß nicht, wie gut du dich mit ausgezeichnet. Ich weiß nicht, wie gut du dich mit Krokodilen auskennst, aber ein Krokodil kämpft so, ist jetzt ein bisschen brutal, aber es beißt dir zum Beispiel halt ins Bein und dann dreht sich das so 1000 km/h schnell. Mhm, ja, so kämpfen Krokodile. Und das hat der gerade bei mir gemacht. Krank, ne? Wie realistisch ist das denn? Wie realistisch. Ich brauche ja dringend diese Brustplatte. Ich habe 3 Schuppen. Elch, ich kann hier nicht gegen alle kämpfen. Elch. Wahrscheinlich hast du die abnormal realistische Mod installiert. eine Kuh. Die brauchen wir auch noch für unseren. Ja, guck mal, die droppen halt auch immer Leder und immer alles. Ne? Die droppen immer. Wolle brauchen wir auch noch. Auch wichtig. Dann machen wir direkt. Da ist ein verlassenes Portal. Das heißt, da ist eine Truhe. Das heißt, wenn wir Glück haben, finden wir dort jetzt direkt diesen... Was ist das? Das ist ein Schnabeltier oder so, oder ein Biber. Ich kann es nicht mal genau... Was ist das? Das macht mir auch ein bisschen Angst, ey, weiß ich nicht. Genau. So, lass mal hier kurz gucken, ob wir hier... Kiste. Wir haben... Was ist das? Wir haben besondere Pfeile, die wir mit Hilfe eines verzauberten Bogens benutzen können. Okay, Amethyst. Ich denke, das sind Amethyst-Pfeile. Wir haben Goldausrüstungsstücke.
Mit Anno. Achso, das ist die mit Seelen. Okay, Seelendieb ist krass. Seelendieb, damit kann man auch besondere Werkzeuge machen mit gestohlenen Seelen. Lass uns mal versuchen, ob das bei jedem Mob geht. Aber ich denke, das geht nur bei Ausgewählten. Vielleicht können wir jetzt von dem Schwein die Seele uns schnappen. Haben wir eine Seele bekommen, Leute? Habt ihr was gemerkt? Ich denke, ich habe keine Seele bekommen. Ich habe Seerobben gefunden. Ja, ja. Magie-Mods haben wir auch. Hier haben wir beispielsweise Sourceberry. Die kann man, denke ich, mal einfach essen. Die gibt dir dann den Mana-Regeneration-Effekt, weil es gibt natürlich auch Mana. Aber ist jetzt aktuell, so weit sind wir noch nicht, Leute. Ben, ich hab's. Ja, zeig mal, was das ist. Pommes fritten! Alter, ja. Aber ich habe keinen Hunger gerade, aber danke. Nice, Selina hat Pommes gecraftet. So, jetzt müsste ich eigentlich... Oh, Alter, was... Okay, Alter, OP. Ich habe eine Krokodilbrustplatte, Elina. Mit 7 Rüstung, 1 Rüstungshärte und Schwimmgeschwindigkeit. Man kann übrigens auch hier hunderte Bonussachen hier machen, ne? Kann man alles craften, alles finden, komplett overpowered. Okay, Elina, zeig mir mal. Ah, guck mal, jetzt sehen wir auch diese Rüstungspunkte. Jetzt steht da nämlich eine 7. Elina hat hier einen Ofen, perfekt. Das heißt, wir hauen jetzt hier erstmal rein das Ei. Und... Bisschen Holz vielleicht. Ey, wir brauchen auch mal eine Axt oder so. Ich mache mir jetzt hier erstmal. Ich habe Holz. Und wir haben ein Spiegelei. Jetzt müssen wir, denke ich, noch das Fleisch hier. Nee, falsch. Doch hier, Rindfleisch da. Zack, Rindfleisch. Ey, es wird doch gleich Nacht, Elina. Dann haben wir hier richtig ein Problem, ne? So, zack. Zack. Elina hat uns ihre Brote überwiegend. Und wir können 2 Beefburger with Egg machen. Boah, die hauen, glaube ich, krank. Oh, lecker. Ich habe noch nie einen Burger mit Ei gegessen. Ich auch nicht tatsächlich. So, jetzt machen wir eine Basic-Axt mal, damit wir hier zumindest ein paar Tools haben. Als Waffe brauchen wir die ja hier zum Glück nicht mehr. Eine Spitzhacke machen wir auch mal noch. Wartet, so viel Zeit muss sein. So, da jetzt eh Nacht wird, würde ich sagen, gehen wir mal unter die Oberfläche und schauen mal, was es dort für Erze zu erkunden gibt. Ja? Da geht's in eine geile Höhle schon mal rein. Guck mal. Da, ich folge dir unauffällig, Elina. Ja. Yeah. Was ist das denn für ein Ding? Oh, hey, was ist denn das denn für? Okay. Das sieht OP aus. Alles klar, ich sehe, wir gehen. Oh, aua, Elina. Ich war das. Das nicht. Sieht über OP aus. Was ist denn das hier? Kann ich das abbauen mit Stein? Nee. Okay, wir brauchen erstmal Eisen am besten. Damit wir hier alles abbauen können. Das kann ich abbauen. Das ist Siderit. Kann als Eisenerz benutzt werden. Boah, okay. Wie sieht das aus? Das sieht halt so realistisch aus, so hier. Ah, okay. Weiß ich nicht. Warte, da kommt ein Zombie, der ja, sieht wartet. Der, sieht der ist normal, aus. Der ist normal. Aber ich habe einen anderen Atzen gesehen. Das Skelett. Nämlich das Skelett. Spaß. Nee. Spinne. Hier. Alter, da sieht links. Das heftig aus. Geradeaus. Oh, Amethyst, das ist übergeil, dass wir das gefunden haben. Wir können nämlich volle Amethyst-Werkzeuge und so machen. Komm mal mit, Ben. Oh, ich will aber erst Amethyst, oder? Ja, okay. Ja, okay, ich komme mit. Warte, das ja, ist ich sehe das da hinten. Weiß. Ja. Das ist ein Eisbär. Eisbär-Guardian oder so. Mit Sonnenbrille. Oh. Lass lieber Amethyst abbauen, ja? Alter, die Waffe ist so stark, man. One-hittet alles, ne? Ja. Ein bisschen Rüstung brauchen wir halt echt. Hier ist Eisen noch. Lapis. Eisen? Ah ja, hier. Ja, dieses Fake-Eisen. Ich hab Diamanten gewonnen, die Lieder. Nee, unter jetzt, diesem oder? Fake-Eisen. Nee, ha. Oh mein Gott. Geil. Ey, das können wir vielleicht benutzen, um so einen Ring zu craften. Weil das ist eigentlich unsere nächste Mission hier, ne? So, dann lass mich mal kurz das braten. Auch ganz verrückt, wie das hier funktioniert. Das sieht auch echt OP aus da, ne? Weiß ich aber auch nicht genau, was das ist. So, in den Ofen rein. Zack, sobald wir 3 haben, 2 haben wir schon, bauen wir den Diamanten ab. Dann gehen wir zu den Amethyst-Atzen, wollen uns da eine... Gold brauchen wir safe auch. Das können wir uns eigentlich auch mal besorgen. Warte mal, bis da 3 Eisen sind und hau dir mal eine Spitzhacke hier durch. Noch einer? Noch ein Dia. Zum Glück habe ich weitergesucht. Das ist ja hier ganz geil. Hammer. Was ist das hier? Oh, dafür brauchen wir eine... Nee, das kannst du auch so abbauen. Aber was ist das? Was kann weg das hier? Das ist ein Frostshard. Oh, das ist auch geil. Da gibt es auch Sachen zu. Dann lass mal da... Oh Mann, es gibt so viel zu erkunden. Das geht ja gar nicht alles hier. Das sind Rubine übrigens, eine weitere Mod. Hier. Boah. Oh, Rubine sind krank. Rubine brauchen wir Dia-Picke. Aber wir haben erst. Wir haben 3 Dias. Perfekt. Oh lol. Ich mache eine Dia-Picke. Du kannst eigentlich schon mal, Elina, wenn du Langeweile hast, diese ganzen Dinge abbauen. Diese ganzen Amethyst-Atzen. Okay. Du musst mal gucken, was wir dafür brauchen. Ich weiß nicht, ob man die Charts braucht oder die Blöcke. Hey, das kann ich ja selbst mit Dia fast gar nicht abbauen. Was ist das denn? Geht das?
Das sieht mir nicht danach aus, als ob das gehen würde. Ich zieh mal durch, weil die ist ja, als ob ich jetzt Netherite brauche, um Rubine abzubauen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Die Spannung steigt, Leute. Wird der Rubin droppen? Nein. Okay, wir brauchen da so Tat. Was ist das zum Teufel? Das sieht ja überall kacke aus. Das ist... Ah, auch Eisen. Boah, aber so viel Eisen brauchen wir gar nicht. Wir haben sehr viel zu tun, Leute. Erstmal, aus den Frostcharts können wir einen Frost Crystal machen. Wenn dort ein Blitz einschlägt, wird das ein Infused Crystal. Die können wir benutzen, um Frostrüstung und Werkzeuge zu craften. Aber eine reicht natürlich nicht, deswegen ist das jetzt hier erstmal auf Pause. In der Zwischenzeit habe ich hier mal schon Steine gebraitet. Ja, wir brauchen auf jeden Fall auch erstmal hier, wartet mal, eine Kiste. Nee, das ist mir hier alles zu wild. Irgendwie, dann geben sie mir Amethyst. Bäh. Oh, und Slime. Bäh. Ach, ist schon. Donge. So, zuerst müssen wir ein Sägeblattbums machen. Sägebrett. Das heißt nicht Sägebrett, aber ist ja auch völlig egal, wie das heißt. Dazu bauen wir ein Eisen. Und ich denke, geht das so? Ich habe kein Eisen. Hast du dir alles Eisen unter den Nagel gerissen, Elina? Ups. Ja, ich bin abgedüst damit. Egal, ich habe eins. Nee, egal, ich habe eins. Ich hab eins. Alter, was ist das denn für dieses Schwarze da? Was ist das? Oder ist das nur ein Grafikbug? Okay, ist ein Grafikbug, weil du bist daran vorbeigelaufen, als wäre es nichts. Das sah überheftig bei mir aus. So, jetzt haben wir alles und können ein Steinsäge, so heißt das gute Ding, können eine Steinsäge machen. Platzieren wir hier. In diese Steinsäge tun wir 4 dieser Charts rein, damit wir 4-mal Staub rauskriegen. So. Dieses 4-mal Staub, damit machen wir jetzt eine Knospe. Das geht so. Zack. Ups, warte. Zack, zack, zack. Slime in die Mitte. Eine Knospe. Und diese Knospe ist komplett heftig. Denn jetzt können wir mit einem Schmiedetisch, wo uns jetzt auch wieder ruppigerweise das Eisen fehlt. Warte. Nein! Nein, nein, warte. Ist das hier, war das hier Eisen? Oder ich kann das ja gar nicht alles auseinanderhalten. Das war, ja, Eisen. Perfekt. Schmiedetisch. Zack, da haben wir ihn. Wir haben ja so eine heftige Base schon, Elina. Und jetzt kombinieren wir die Diamantspitzhacke mit der Knospe zu einer Diamantspitzhacke mit Amethyst. Kriegt auch deutlich bessere Werte, wie ihr erkennen könnt. Und die sieht so gefährlich aus, Alter. Ho, baut auch ein bisschen schneller ab. Also war auf jeden Fall ein Investment in die Zukunft. Würde sagen, wir lassen jetzt hier erstmal alles stehen und liegen und gehen. Was ist das? Achso. Dachte, das ist was Besonderes. So, jetzt haben wir nämlich genug Eisen, um unseren ersten Ring zu machen. Elina kriegt auch gleich einen Ring. Und zwar haben wir jetzt den Ring der Sättigung. Mhm. Und zwar können wir den, denke ich, jetzt hier equippen. Ach nee, hier geht's nicht. Okay, den müssen wir einfach nur im Inventar halten. Oder? Ja, Gift, Sättigung, wenn in deinem Inventar. Ist halt super strong, denn wir kriegen jetzt halt unendlich Sättigung. Das heißt, du musst nie wieder was essen. Nie wieder. Und du kannst halt mehrere dieser Ringe stacken. Das ist halt auch das Kranke. Du kannst halt jetzt noch einen zweiten Ring dir craften. Es gibt verschiedene. Mit einem Ring kannst du sogar fliegen, aber der ist ein bisschen intensiver zu craften, wie ihr euch sicher vorstellen könnt. Und dann kannst du halt einfach fliegen. Zusätzlich zu dem, dass du auch keinen Hunger kriegst. Die nächste Mission ist es, ein Totem zu craften. Denn das ermöglicht eine weitere... Ach, das ist dieser Werwolf. Ach, Rubin wieder. Vielleicht kann ich... Ich habe den One-Hitter, die einfach... Wie bist du weggerannt? Kann ich ja, das jetzt hier mit... Jetzt können wir Rubin abbauen mit der verbesserten Spitzhacke. Nice. Ich denke, Rubin ist abnormal stark, ehrlich gesagt. Ich habe 5 Stück. Was ist das hier? Das sieht doch anders heftig aus, Elina. Wie kannst du das ignoriert haben? Das sieht komplett krank aus. Hä? Ich habe das nicht gesehen. Ach, das gibt auch nur Frostcharts, aber doppelt so viele wie so ein normales. Okay, ist jetzt also nicht so besonders. Ich habe 3 Gold. Nice. Das sieht aus wie Gold, ne? Lass das mal abbauen. Erstmal den hier fetzen. So, jetzt bauen wir das ab, weil das könnte wie Gold sein, wisst ihr? Es könnte auch wie Eisen sein. Es ist wie Eisen. Alles ist wie Eisen. Geht's hier weiter? Oh! Ich hätte... Ah! Was ist denn jetzt du passiert? Du heilige Scheiße, du musst hier schleunigst kommen. Oh Mann, ich hab mich aber verlaufen. Ich hab hier so einen Schatz. Warte, Leute. Das muss hier schnell geparkt werden, bevor das despawnt. Ich mache hier eine Kiste. Wartet. Oh mein Gott. Uiuiui. Ich hab euch doch von den Schätzen erzählt. Das sind sie. Okay, passt auf. Hier jetzt alles da rein. Alles da rein. Warte, ich muss noch mehr aufsammeln. Warte, Gina, wir haben schatzmäßig komplett ausgesorgt. Ausgesorgt? So, kann ich jetzt hier, war es das? Hier sind auch noch Amethystscherben drin. Ein Dia, ein Smaragd, auch perfekt. Das kann weg, das kann weg. Das tun wir auch nochmal hier rein. Hier rein, hier rein, hier rein. Okay, warte, was kann weg?
Ich hab, das ist ja doch. Alter, was? Okay, warte. Das muss, denke ich mal, noch hier rein am besten, weil den Dia nehmen wir raus. Okay, das wird komplett krass jetzt. Warte mal, ich muss erstmal mehr Platz hier schaffen. Hier, warte, das behalten wir, weil das ist auch so ein Tool. Das behalten wir auch. Das kommt erstmal alles hier rein. Das behalten wir, das behalten wir, das behalten wir. So. Okay, passt mal auf. Jetzt kann ich nämlich das öffnen. Und das ist zum Beispiel Slot-Gürtel. Das heißt, wir können das hier auf unseren Gürtel platzieren. Und jetzt tragen wir... Und jetzt haben wir... Warte, das gibt das für einen Effekt. Ich kann schwimmen in der Luft. Ah! Oh mein Gott, das ist ja... Okay, cool. Aber ich habe noch mehr. Ich habe noch das hier. Jo, davon kriegt man mehr Erfahrungslevel. Arschgeiles Ding auch. Okay, ist ein bisschen buggy mit einer Waffe aus. Okay. Creeper weichen den Träger aus. Da sehe ich mich auch. Wo sind die Schuhe? Hier. Katzenpantoffel. Ah, okay, weil die Angst vor Katzen haben. Wir haben, warte mal, die Geschwindigkeit des Trägers wächst nach, wenn er Schaden bekommen hat. Okay, aber es gibt doch noch heftigere Sachen bestimmt. Funktioniert wie ein Schild und ein Gleiter. Vermindert den Preis beim Handel mit Dorfbewohnern. Wo ist denn hier der Hut? Hier, zack, da sehe ich mich. Bin hier so ein Tourist, Dina. Nee, Bonusstufe von Plünderung von getöteten Mobs ist ja noch besser. Da sehe ich mich mehr. Zack. Nichts zerstört, wenn... Ach, das ist ein unendliches Steak zum Essen. Das ist auch geil. Ich meine, brauchen wir zwar nicht, weil wir haben ja eh alles, aber... Okay, Dina, komm mal zu mir. Guck mal, wie ich aussehe. Alter, wie siehst du denn aus? Okay, guck mal in die Kiste. Du hast da auch noch einen Haufen Kram. Such dir da mal die besten raus. Dann gehst du aufs Inventar, drückst über dein Skin auf diesen Kreis und dann kannst du die Sachen da in den jeweiligen Slot reinziehen. So, ich brauche noch ein Necklace auf jeden Fall. Was haben wir da? Gibt eine Chance, Feinden zu schaden. Unbesiegbarkeit nach Nebenschein ist länger für den Träger. Du siehst aus wie der größte Turi, ey. Oh, ja, aber du jetzt, oder? Ich sehe aus wie ein heftiger Adventure-Spieler. Adventure-Spieler? Während das brät, brauchen wir ein bisschen Redstone. Außer du hast zufällig 20 im Inventar. Nee. Ja, aber Redstone, da bin ich schon ein paar Mal dran vorbeigelaufen. Ich habe das nie abgebaut. Guck mal, die rennen vor mir weg wegen meinen Schuhen. Tja, Creeper, wer ist jetzt der? Boah, die ist so eine Creeper-Versammlung. Guck mal, der ist gebrannt. Irgend so ein Werwolf-Atze wieder hier. So. Okay, das hat hier relativ krass durchgeschmökelt. Das heißt, wir machen jetzt mal hier Goldblöcke. Mhm. Dann machen wir zwei Redstone-Blöcke. Zack, zack. Bumm. Was habe ich drei gemacht? Nee, egal. Vier Goldblöcke, hatte ich gesagt, braucht man, ne? So, haben wir jetzt auch. Zack. So, jetzt geht's, glaube ich, so. Ich habe einen Stuhl gecraftet, die Lina hier. Jetzt können wir uns hier hinsetzen. Cool. Das können wir hier Pause machen, ey, von den Strapazen. Man kann auch einen Tisch machen. Wartet mal, Tisch musst du doch, wenn ich rein logisch jetzt mal rangehe, müsste das doch ein Tisch sein. Nee, das ist ein Brett. Scheiße. Kann man hier, ist auch schön, kann man Redstone draufpacken. Jetzt haben wir Redstone, eine schöne Deko. Schöne Redstone-Deko. So, haben wir jetzt genug Gold? Ja, wir haben mehr als genug Gold. Wir machen uns einen fünften Goldblock. Das heißt hier, jetzt, ich weiß nicht genau die Reihenfolge, aber ich denke mal so. Ja, Emergency Totem. Lina! Ja, das ist aber ehrlich ein Schild halt auch, ne? Das funktioniert halt wirklich. Ja, ich weiß. Hat das mein Redstone? Das hat mein Redstone kaputt gemacht, nee, doch. So, ich überreiche dir feierlich das Totem. Denn ich bin hier ziemlich safe. Denn ich mache mir jetzt hier noch einen Rubinhelm. Und dann kann mir eigentlich nicht mehr viel passieren, doch. Das war unsere erste Episode des neuen Projekts Minecraft Alphabet. Lol, du schwimmst hier so durch die Gegend. Ich hoffe sehr, euch hat es gefallen. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. 15.000 Likes für Part Nummer 2. Abonniert den Kanal kostenlos. Bis morgen, euer Benson. Ciao. Ciao.